Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Donny Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Massenpanik in Luca World ausgerichtet und angestellt, was auch immer. Und ja, mein HUD oder HUD ist jetzt rot, passend zum Luca World DLC, auch wenn es ein bisschen blendet. Ich meine, weiß nicht, das ist ein bisschen schmerzhaft anzugucken, finde ich. Irgendwie wieder Virtual Boy von Nintendo, wo man irgendwie, weil nicht, seinen Kopf reinlegen musste und einfach nur so 3D-Bilder angucken musste, wo die Augen irgendwie nach 5 Minuten direkt weh getan haben. Und ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe wieder diesen Level Up Glitch gemacht, aber irgendwie funktioniert der nicht. Also weiß ich nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder ob ich jetzt irgendwie anders mache als sonst. Aber aus irgendeinem Grund scheint das nur manchmal zu funktionieren. Also ja, deswegen konnte ich jetzt nicht so unendlich viele Level holen, aber ich habe ein paar Level geholt und die gehen wir jetzt erstmal aus. Und zwar genauso. Wir gehen ein bisschen in die Offensive. Nicht automatische Gewehre. Bams. Nahkampfwaffen. Bams. Was haben wir noch? Revolver halt. Pistole. Ja. Mir ist aufgefallen, es gibt gar nichts für Energiewaffen. Oh, Entschuldigung, meine Güte. Was ein bisschen komisch ist. Eine höhere Chance, sein Bein wirklich aufgeführt zu werden. Eine besteht Chance. Ich glaube auch, einige Sachen sind hier neu dazu gekommen. Zum Beispiel, wo ist es? Hier, Vance. Das war zum Beispiel nur ein Rang vorher. Aber dann gibt es hier noch einmal den Rang. Und zwar plus 2 Wahrnehmung. Das ist irgendwie sehr komisch. Weil. Soll ich dann jetzt die 2 Punkte da reinpacken? Dann habe ich nämlich 2 Wahrnehmungen direkt bekommen und dann habe ich das auf 10. Aber das Problem ist dann, wenn ich mir so Attributspunkte erschieße, dann fallen ja 2 Level weg. Und das heißt, ich kann zweimal nicht HP dazu bekommen. Das ist sowieso immer komisch. Also gibt es gar keine feste Grenze an, die man erreichen kann, ne? Weil man irgendwie die Chance hat, ja vorher irgendwie die Wackelpuppen und also was zu benutzen. Aber egal. Also, was wollte ich noch nehmen? Der Schaden beim Abfeuern von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Das kann auch nicht schlecht sein. Uff. Bin jetzt erstmal volle Möhre auf Schaden. Ich habe nur 3 Punkte. Und nicht mal können dein Ziel zu Boden werfen. Nein, Sandmann, wo ist er? Den Schallgedämpf machen, wo sagt 50% mehr Schaden. Bams. So, taucht ein VHS öfter auf. Nehmen wir den auch noch. Und dann noch eins. Weil an Verteidigung scheint es uns ja echt nicht zu mangeln. Wir halten ja richtig viel aus. Du hast 10 zusätzliche Aktionspunkte, okay. Dann der Schaden, den wir austeilen, ist immer ein Problem. Was haben wir noch hier? Eins von den Dingern hier. Weiß nicht. Was haben wir denn noch? Schwere Waffen könnte ich noch nehmen. Dazu zählt aber Gaussgewehr, ne? Habe ich da dabei? Wenn du überladen bist, kannst du Aktionspunkte nutzen, um zu laufen. Kannst du schnell reisen? Wenn du überladen bist, kannst du halt laufen. 50% weniger Aktionspunkte. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Nach im VTS. Können dann Ziel so werfen. Okay. Ah, schwierig. Explosion, groß und schwer. Na komm. Uff. Okay. Außerdem habe ich jetzt endlich Strongs Liebe auf Maximum gebracht, glaube ich. Weil da stand irgendwie, Strong ist sich am Vergöttern und so. Und das bedeutet, glaube ich, ich habe das letzte Ding freigeschaltet. Ich bin dazu da hinten den Gang zu. Ich habe keine Waffe. So. Dem Teil hier, wo wir auch Preston damals gefunden haben. Da waren ein paar Raider. Die habe ich kaputt gehauen und deren Leichen überall verteilt. Dann habe ich 10 Minuten gewartet, eine gefressen. Dann wieder 10 Minuten gewartet, eine gefressen. Weil das irgendwie so ein Cooldown hat, dass Strong nicht immer hier sagt, das gefällt mir oder so. Und ja, so, weil nicht um 5, 6 Mal hat er dann endlich gefunden und jetzt will er mit mir reden und hoffentlich das letzte Mal. Entscheidung
Okay. Und was hast du entschieden? Entscheiden uns. Du. Guck mich gefälligst an, wenn du bitte redest. Du gut kämpfen. Gut wie Supermutant. Kämpfen neben Strong viele Male. Du guter Anführer. Besser als Fist. Strong folgen dir immer. Du jetzt Strongs Anführer. Okay, durch das Erreichen der höchsten Verwundheitsstufe mit Strong hast du den Skill Berserk erhalten. Mehr war da auch nichts von. Super. Ein tiefgründiges Gespräch. Du musst doch die Fähigkeit an. Ich glaube, die ist nicht so gut. Berserker Strong, mein Gott, das Bild. Dank deiner Beziehung zu Strong verursachst du 20% mehr Nahkampfschaden bei weniger als 25% Gesundheit. Warum schieße ich dann mit einer Pistole auf dem Bild? Okay. Gut. Hey. Du folgst mir gerade, ne? Strong mit Mensch gehen. Okay, du gehst gefälligst nach Sanctuary. Will ich bloß nicht hier haben. Versetzt mich dann wieder zu, obwohl er irgendwie gerade überhaupt gesagt. So, ich habe mir mal vorgenommen, Doc Brot wieder mitzunehmen. Weil Paladin Dance können wir, glaube ich, auch noch aufleveln hier von der Beziehung her. Aber ich glaube, da müssen wir erst in der stehenden Bruderschaft ein bisschen weiterkommen. Glaube ich. Ich habe übrigens Dogbot passend lackiert für die Reise. Und ich habe mich entschieden, nicht eine Power Armor einzusetzen. Weil, ja, Beteiligung brauchen wir jetzt nicht so. Außerdem geht die bei so viel langen Kämpfen locker kaputt. Und ich habe keinen Bock, die alle 5 Minuten reparieren zu lassen. Also gehen wir ohne unsere Wim-Rüstung. Wir müssen ja auch irgendwann wahrscheinlich die Dings da bekommen, die Nuka-Cola-Rüstung, wenn ich mich nicht irre. Laut dem Trailer gibt es ja auch irgendwie so eine. Also ja, müssen wir so oder so irgendwann ohne Power Armor rumlaufen. Ein Dogbot kann keine tragen, also könnte ich nicht den sagen, der die anziehen soll oder so. Also lassen wir das. Von denen haben wir ja auch noch nicht viel gesehen. Nach dem Automatron DLC. Aber ich glaube, mit denen kann man keine Skills oder so freischalten, leider. Ich soll vielleicht mal bei meinen Waffen hier auf die Werte gucken. Was ich da was getan habe. Und ich weiß natürlich vollkommen auswendig, was die vorher abgezogen haben, aber. Naja. Die Frage ist, wo lande ich jetzt überhaupt? Wenn ich mich da importe. Das wird mich mal interessieren. Und irgendwie hatte ich im Kopf gehabt, dass ich über Level 200 bin. Bin ich eigentlich irre? Ich bin nur erst Level 100. Aber naja. Ich wollte so Level 111 werden. So wie mein Vault-Anzug sieht man gar nicht die 111. Wir sind hier. Wir haben so, weiß ich nicht, wir so Kultisten irgendwie so eine Mission angenommen. Wie sollten wir die machen? Raumanzüge. Okay. Wo müssen wir denn da hin überhaupt? Ach ja, ich habe das noch mal neu geladen, weil ich weiß nicht, alle mich hier in diesem Markt angegriffen haben, glaube ich. Ja, da habe ich gespeichert, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich muss den Ort hier noch mal erkunden. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, nee, sonst hätte ich ja gar nicht die Mission, okay? Aber ich habe die eine Mission noch nicht angenommen, glaube ich. Den Raumanzügen. So, Werte. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr Schaden sehen. Ja, 89. Durstlöscher. Na, jetzt kann ich auch den Falkenpunch einsetzen, genau. Gut, was haben wir denn hier alles? Es fängt erstmal DLC an. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Stress und so. Letztes Mal wurden wir ja mehr so reingeschmissen. Das Problem ist, ich sehe jetzt nicht, wie Feinde sind oder nicht wegen der roten Farbe. Weil die rote Farbe sieht so ein bisschen anders aus, glaube ich. Was geht, hier, Meister? Hallo. Was? Red nicht mal mit mir. Boah. Wie viele Riesenräder sind denn da? Okay. Irgendwie 3, 4 Riesenräder. Die Musik von, ja, okay, das läuft ja im Radio oder so, das kann ich nicht machen. Oh ja, Doc Brot, du willst vielleicht nicht hier rein schwimmen. Hallo,
Falcon. Punch. Punch. Au. Jetzt sind halt überhaupt fünf Viecher. Ich dachte, das wären Dings. Ich dachte, das wären hier Maulwurfsratten, aber es sind irgendwelche Würmer. Super. Außer da am Längen wegen dem Staub. Dann kommt das Spiel nicht. Nur seine Lupe dran. Irgendwas ausgehen wieder gemacht, von dem ich keine Ahnung habe. Den Becher nehmen wir mit. Mein Gott. Alter. Okay, waffenlose Sachen habe ich jetzt nicht verstärken können. Die fällig doch, Brot. Komm, flieg mal. Oh, diese Viecher, warum sind die jetzt schon wieder so stark? Oh mein Gott, ey. Was ist das? Du machst mir, ich muss den einen erschießen. Alter. Vergiff mich nicht oder so ein Scheiß, ne? Fatih ist recht dran, Profi. Das ist aber so was zum Kotzen, ne? Man kommt legendäre Zeitlupe, habe ich so viel Schaden bekommen. Okay. Nein, nicht den Durstlöscher. Komm mal her. Was ist das mal? Ich bin ein Kammerjäger. Was ist das? Was soll ich mal Feuerschaden oder so nehmen, ne? Ist immer noch am Leben. Big Jim. Noch ein bisschen mehr Schaden. Machen Home Run. So, oh mein Gott. So viel dazu. Ich glaube, ich muss nur noch auf Schaden gehen jetzt. So wird halt echt nichts. Also jedes Mal, wenn wir jetzt ein Level abbekommen, direkt auf Schaden gehen. Nein. Was ist denn das jetzt? Hier eingesperrt oder was? So. Wir lieber so weiß oder boah, so rot-weiß machen. Wir müssen besser passen. Ich hätte auch rot-weiß machen sollen, aber egal. Warum ist mein... Warum war mein Baseballschläger gerade so komisch? So, da ist was, aber wir gehen erstmal da ein. In dem Teil. Oh nein, da habe ich ja schon gefunden. Ah, mach, du bist nur ein Meierlock. Normaler. Genau seitwärts laufen. Wuff. Oh ja. Und da kommen natürlich wieder mehr. Ich brauche Erfahrung. Ja. Und verzögert. Wir müssen ja schon wieder so viel Schaden machen. Aber noch irgendjemand, oder? Da war es irgendwie von allen Seiten. Hier, Doc Brot, passt. Sehr gut. Kann die Wahrscheinlichkeit mal ein bisschen höher sein? Dass... Boah, was ist denn jetzt schon wieder? Kann die mal höher sein, dass das passiert? Was? Boah, nächstes Mal nehme ich einen Fat Man mit, ey. Das darf einfach nicht wahr sein. Jetzt kommt Bock, 20 Minuten hier gegen die zu kämpfen. Gehen wir weiter. Das ist ja voll schwachsinnig. Das ist mal ohne Scheiß. Da ist schon der nächste Viech. Sag mal. Galactic Zone, okay. What?
Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Okay, doch nicht. Klick! Mein Gott! Ich wollte schon sagen, nee, warum kriegt er noch nicht mal Fallschaden? Boah. Was ist das? So. Wo ist das? Fieberblüten. Oh nein, was ist das? 15 Minuten, wir haben nur aufs Maul gekriegt. Und das sieht doch so aus, als wäre da irgendwas Großes gleich. Bist du einfach einer? Säuser oder Säugler? Oh, Dogbot, hi. Oh, Entschuldigung. Wäre mir witzig, wenn ich ihn nur eine überziehen würde und wegfliegen. Ah. Oh nein, nicht den Durstlöscher. Warum müssen jetzt so fliegende Viecher? Warum müssen so fliegende Viecher sein, ganz ehrlich? Achso, ja, das Ding. Boah, könnt ihr mal stehen bleiben? Oh, das reicht. Was? Ich habe ein Feuer aus bei den ersten Sekunden. Boah, die erinnern mich so hart an die Viecher aus New Vegas, ey. Waren die schlimmsten Viecher im gesamten Spiel. Im ganz Fallout-Universum sogar. Mann, ihr Pisser! Oh mein Gott! Junge, was ist das? Kann man nicht mal Schaden dadurch? Wahrscheinlich fasse. Hey, boah, ich hau ab. Er ist auch voll, verschwachsinnig hier, was hier abgeht. Wir können nix down. Boah. Ja, ich machen, er sind verdammte Käfer. Wie Huhn. Bist du ein guter, bist du ein böser? Habe ich eine Chance gegen dich überhaupt? Bist du guter oder böse? Bist du für eine pinke Pistole? Okay. Nehmen an, hier ist irgendwie so ein Bandenkrieg oder so am Laufen. Da mischen wir uns noch nicht ein. Ich habe das Gefühl, wir müssen es bald. Die Viecher sind immer noch markiert. Oh. Er regt mich gerade so auf. Wir kriegen immer noch nichts down. Was soll denn der Scheiß? Was haben wir denn hier? Dann da. Ja, war das jetzt nur eine spontane Schießerei oder wie? Wenn ich jemand mal aufklären. Hey. Wer nicht herausragt, ist keinen Blick wert. Bist du im Fall? Samurai Hirsch. Okay, weitermachen. So, wir haben ja ein paar neue Orte, gehen wir hier hin. Und kriegen Erfahrungspunkte. Was? Sind die Dingens, die... Hier sind die. Aha, dann gehen wir da hin. Erfahrungspunkte, das heißt, ich muss Mission erledigen. Mr. Fruity, nein! Da kommen wir nicht auf einmal. Es kommt zwischen ein paar Händlern in Rotter geschossen. Was ist passiert? Oh, geht der Pilz so schnell weg? Okay.
Soll ich jetzt irgendwie alles analysieren oder was? Sagt der Gärtner war es. So, was ist los? So. Sagen, wenn ich euch nicht wegkaue, ne? Ja, ich habe wohl irgendeine Sache hier für eine Suche markiert oder so. So. Ja, das Aufzeichnung. Zeig mal. So viele Sachen im Gepäck. Bah. Allein schon die Schlüssel. Ach, der Vierter. Das ist morgen, wenn es zur Galaktik-Zone gehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich bin. Ich habe ihn gesagt, okay, was auch immer. Finde das Star Control. Okay, die Roboter sind da durchgedreht. Das ist doch noch nie passiert und wir sind jetzt die ganze Zeit markiert. Da wird mich so was von ankotzen. Ich verarsche, du schießt mich mit dem Dings ab. Mit einem Wasserspritzer oder was? Da fällt mir gerade ein. Mit so einem Roboter. Das bringt's nicht. Ja, flieg auch gefälligst weg. Alter, was schießt du da auf mich? Ich habe auch blaue Kugeln hier. Laser, keine Ahnung. Lukatron-Tor, so. Cool. Ich glaube, ich werde dich bald neu bauen. Dogbrot. Oder einen neuen Roboter bauen. So oder so. Uff, mein Gott. Was du da im Gesicht? Au, oh mein Gott! Warum wart ihr denn jetzt schon markiert? Da ist dich. Rüstert. Alter, da darf jetzt einfach die Wahrheit sein. Okay, wenigstens bringt die Waffe es. Das war fertig. Warte, aus der Hüfte mache ich doch jetzt mehr Schaden, oder? Was ist das? So ein Legendär, ist klar. Luca Galaxy. Okay. Au! Warum? Wer bist du denn? Wir sind hier noch. Mach aus der Hüfte mehr Schaden. Komm. Oh mein Gott. Quantum. Nee, Automat. What? Who has the balls? Oh, hallo. Und hier rein, ja, ne. Nuka Galaxy. News Radio. So, gehen wir mal rein. Gucken, was uns da erwartet. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4, Nuka World DLC. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag, wenn hier nichts passiert,
Tschüss, bis zur nächsten Folge.